gucken, wie es jetzt weitergeht. Nach den 5 Jahren, was wir jetzt als erstes machen werden. Auf der Suche nach diesem Verbrecher. Alex, there are car dealers like this all across the country. Each dealer has a different stock of cars. So you might want to swing by each and take a look. There are 510 tuners all over the country who specialize in different car modifications. As this operation progresses, you'll need to access these tuners. But for now, let's get you a street ride. Street spec cars are lightly modified rides, built for street racing and tuned for the open road. Most common 510 ride for a reason. Street spec should be your first choice for cross-country road trips. Okay, das stand ja, hat sie auch uns gerade alles erklärt, was auf den Bildern stand. Okay. Da haben wir den Car-Tüler in Detroit. Nehmen wir mal einfach mal das, ne? Set Waypoint und dann fahren wir mal ein bisschen auf der Straße rum und testen mal unser neu erworbenes Auto. Och man. There's a tuner across town. I'll send the location to your phone. Call me when you're done. Jawohl, Zoe. Werden wir tun. What? Wrong way? Hä? Das war doch richtig. Sorry. War nicht so gemeint. Nichts Persönliches. Der folgt uns. Verdammt. Ah, da steht ein Auto. Will der jetzt von uns? Geh mal weg da. Scheiß Skyline. Ich muss da lang, du Typ. Lass mich durch. Noah. Was ist denn los, Noah? Geh mal weg, Noah, du machst mich verrückt. Jetzt bin ich falsch abgebogen wegen dir. Wo muss ich denn eigentlich hin? Da hinten muss ich hin. So. Gekonnt, den Noah abgehangen. war gar nicht mein Ziel. Mich hat's bloß ein bisschen verwirrt, dass er gerade die ganze Zeit hinter mir fährt. Enter this location. Scheiß getüten Skyline, dann lass ich mich doch nicht an. Let's get your ride fitted for streets back. Okay, bin ich jetzt gespannt. Bin ich gespannt. Every car you buy at a car dealer is a full stock ride, ready to improve at a tuner. There is one tuner per region, and you can buy a different spec starter kit from each of them. These kits transform your vehicle for different terrain types. After fitting a spec starter kit, you can buy car parts that are automatically installed on your vehicle. Installing mechanical car parts increases your vehicle's car level. The higher the car level, the better it performs. Das klingt erstmal logisch, ne? Ich lese mir das gerade alles mal durch. Also das steht alles da, was sie eben gesagt hat. Was habe ich jetzt für Möglichkeiten? Ah, was ist das? Kitka? Ah, da sind unsere anderen drei. Oh, was ist denn hier? Ah, okay. Prepaid by Zoe. Okay. Zurück. Und dann gehen wir mal zu unserem Schnubbelchen hier. Der guten Bertha. Wow. Level 10. 20, 30, 40. Was sind wir für Level 2? Lol. Ja, Zoe, dann nallen wir mal dein Kit dran. Looking good. Let's hit the streets. Sieht gut aus. Ja?
Kann sich sehen lassen. Spoiler ist jetzt nicht so mein Favorit. Oh, schon geil, wie der gluckert die ganze Zeit. Gehen wir wieder hinaus. Die Zeit zwischen den ganzen Menüs dauert mir persönlich ein bisschen zu lange. Aber noch im Rahmen, sag ich mal. Und jetzt? Alex, come over to the location I'm sending you now. I want to see how you handle yourself. Jetzt haben wir direkt schon Nitro drinne. Okay, wie war nochmal Karte? Nee, so war nicht Karte. Ah, so war Karte. Zoom in. Nein, das war Zoom out. Hallo? Oh, ach, da hinten sind wir. Ach, wenn die Maus da noch war, deshalb. Verwirrt. Moment. Ich muss gerade doch mal auf die Maus wechseln. Ah, es war zu nah. Auf die Maus wechseln. Welche? Die hat sie uns gegeben, ne? Z-Waypoint. Oh, der war nicht ganz genau drauf. Oh, naja. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Ein bisschen Gummi lassen. Ja, wo ist denn jetzt mein Waypoint? Den habe ich doch gerade gesetzt. Naja, fahr mal jetzt so hin. Ist ja nicht weit. Oh, da links ist John. Hi, John. Wir entfernen uns gerade von dir, John. You trying to give me the slip? It won't work. Back off, I'm coming. What? Wow, Gott, ist das voll hier. Wussa, zu weit. Ups, sorry. So, Solo. Ja, klar, Solo. Solo! Okay. You've been inside for a long time. Let's see if you remember how to do this. Beat Zoe! Oh, Zoe! Fangen dich? Okay. Rah. You know the deal. Here's the fine print. We're going after Coburn first, Shiv second. Anyone else I arrest on the way is a bonus. I'm not helping you take down the whole 510s. I'm interested in dirty cops and murderers, and that's it. Speaking of murderers, we're putting Shiv away for life. You kill him, you're back in that cell. Okay. Innenbahn. You got a hard on for Coburn, I get that. But why do you need me to get him? Coburn's weakness is the 510s. He's got half the FBI in his pocket. If I came at him with a regular investigation, he'd see it with his eyes closed. But if I get an inside eye on Shiv's operation, we get them both. You've got the skills and motivation to see this through. 40 Grad. Total, aber sowas von anders, die Karre. Ist schon krass. So, ich will dich nicht von der Straße drängen, mach mir Platz. Ich bin hier der Hirsch auf der Straße. Ah, LKW. So, where are we going now? I've set up an HQ. We need somewhere safe. Somewhere your crew can work to support you. My crew? Your crew. A point man's only as good as the team that stands behind him. Oh Gott, ey. Jetzt holper ich aber hier davon. Okay, gut, hat man das auch mal. Erster! Yay!
Mission complete. Oh, brauchen wir sie. Glaube ich. Ego Pod now. Auto Equip. Ja, klar. Sind Part to HQ und da können wir das sozusagen ablegen. Obwohl, wir wollen es ja direkt installieren. Das sind ganz schön viele Daten. Base Score, Time in First Place, Back on Track. Okay. Na? Geht das bald weiter? Aha. Okay, you pass. In here. I think you're gonna like this place. Altes verlassenes Packhaus, oder wie? Headquarters. Like it or not, this is home for the foreseeable. Here, I've been laying out the basic intel so far. The 510 Motor Club. What started as an illegal street racing club has over the last 5 years developed into a sophisticated gang network with chapters in every state. Boosted cars go southwest. Contraband comes back northeast. In short, if you can fit it into a road vehicle, the 510s are smuggling it. Our two targets, FBI Special Agent Bill Coburn. We know he's fallen from grace, we just need the proof. And Dennis Jefferson, aka Shay. Together, they've transformed the 510s. Coburn provides introductions and protection from law enforcement, while Shiv does the wet work. The 510s denote rank with tattoos. Shiv's the king, the V8. Infiltrate the 510 Motor Club. Earn your ink and climb its hierarchy. You find the evidence I need to put Coburn away, and we'll take Shiv down with him. You'll need a pledge from a chapter head to get your first 510 tattoo. Make your rep on the local circuit, get on that ladder, and don't stop until you reach Shiv. I'm set up in here where you can manage your perks, upgrades for your cars, and abilities. The more you progress, the more perks you can equip. Mm-hmm. Here's your collection board. You'll find one like it in every dealer and tuner. The board lets you manage your cars and their specs. It also gives you quick access to all the dealers and tuners in the world. In your HQ workshop, you can install parts you've bought at a tuner, as well as those you've won by completing missions. It's essential to install the best parts you have to improve your ride's car level and performance. You can also customize your ride with paints, decals, and cosmetic parts. Any damage you sustain can also be repaired in the workshop. Okay. Holen uns doch mal ein bisschen um hier in unserer schicken kleinen Zuhause. Schade. Perks. Können wir da machen? Was haben wir denn da alles schon? Buy one perk point. Gehst du hier Cast Breaking? Cast Breaking, 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 Breaking. Achso, down, go down the street. Okay. Co-Bonus. Ja, ja, ja. Progression. Dayton, Kevin, Zoe. Achso, Cutscenes. Na gut. Cutscenes brauchen wir uns jetzt nicht nochmal angucken. KitKa. Workshop. Ich will ja mal gucken, was wir da so alles schon mal haben. Erstmal ein bisschen, genau. Erstmal diese Standard. Was? Haben nur die? Moment. Die zweite Farbe ist genau dieselbe. Schlecht. Aber sonst nichts. Ernsthaft? Keine Sticker, kein Interieur, gar nichts. Aber es gibt, wie ich sehe, einiges.
Schade, dass wir nichts haben. Ich hätte gerne mal was gemacht. Warte mal, da gibt's doch. Das habe ich gerade gesehen. Können wir uns da vielleicht was machen? Schade, auf dich. Fumms. Wow. Da haben wir was. Da könnten wir doch theoretisch dann... Ah, visuell ändert sich leider nichts. Links haben wir unsere Punkte. Okay. Go. Erstsystem, Gearbox, Motorcore, Tires, Brakes, Suspension, Differential. Right. Okay. Ja. Da gibt es auf jeden Fall noch einiges. Sieht halt schon irgendwie cool aus, wenn das Ding auseinandergerissen wird und wieder zusammengesetzt wird. Ja, ich würde jetzt gerne das HQ leaven.